Yo, was geht ab Leute, Jenks wieder mal am Start zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal die 194er Draft oder Discard Challenge mitgebracht. Das Video kam recht gut an bei euch, ich dachte mal, ich bringe mal eine neue Episode raus. Heute nochmal ein bisschen schwieriger, 194er Draft müssen wir bauen oder wir müssen eine 86 plus Spieler Wildcard. Und da kann echt krasses Zeug rauskommen, daraus habe ich schon den Vinicius Junior Tots gezogen und ganz viele weitere Tots und Shapeshifter. Bevor ich es vergesse, macht auf jeden Fall den 31er voll. 31 Likes schaffen wir es safe. Abonniert mich gerne auf dem Weg zu 40.000, Leute. Hier kommt Daily Content. Und ich würde sagen, hier seht ihr schon mal das Team, was wir letztes Mal gebaut haben, im letzten Versuch. Ja, fast 192 geknackt, aber hat auch noch nicht gereicht. Ich bin gespannt, ob wir es jetzt schaffen. Ich habe lange keine Drafts mehr gebaut. Aber ich denke mal, diese Drafts werden jetzt auf jeden Fall zerreißen. Direkt mal mit dem Draft-Token. Da haben wir schlechte Erfahrungen bisher gemacht. Wir haben übrigens 3 Versuche. Habe ich, glaube ich, am Anfang nicht erwähnt. Wir gehen jetzt erstmal rein direkt mit dem ersten Draft und schauen mal, was da raus wird. So, die ersten Formationen sind da direkt mal nur schlechte Formationen. Ich denke mal, wir müssen hier tatsächlich gehen mit der 4-3-1-2. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist, ob man da irgendwas Cooles bekommt. Und wir kriegen einen 91er Alan. Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Ich gehe direkt zum nächsten. Wir gehen mal mit dem Franzosen. Das ist, glaube ich, immer sehr gut. Ist nicht so schlimm, wenn der erste schlecht wird. Wir kriegen einen 93er Mbappé. Ist nicht das Beste. Es geht wirklich ganz, ganz, ganz schlecht los. Erster ZOM. Gucken wir mal, ob wir vielleicht eine Icon bekommen. 93er De Bruyne. Aber wir müssen mit ihm gehen. Was ist mit meiner Stimme los? Nächster Spieler. Vielleicht mal die erste Icon. 93er Thiago. 90er Pogba. Wir gehen mal hier mit Thiago. Jetzt mit dem Engländer oder mit der Premier League besser gesagt. Linksverteidiger wird auch nicht wirklich gut. Guilherme. Wir kriegen keine Chemie. Wir kriegen keine krassen Spieler. 91er Cancelo, 93er Haidara, auch keine Chemie. Also bisher ist das Draft, das sieht nach einem L aus. Koundé, müssen wir mitnehmen sogar. Hier nehmen wir mit. Und hier rechts vielleicht ein Diaz Totti. Smalling. Keeper wird gesucht und dann haben wir schon mal unsere Startelf. Oblak 92er, mein Jan. Und mein Jan ist hier perfekt für den Kasten. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht sogar noch eine minimale Chance, wenn die Auswechselspieler perfekt werden. Cancelo nehmen wir, glaube ich, mit. Ne, wir nehmen Acuna mit. Wir nehmen Acuna mit für den spanischen Link plus 12. Zack. Aber es muss noch einiges verbessert werden. Nächster Spieler. Wow. Nächster Spieler. Wow. Das ist wirklich ein Wow. Claude Maurice. Oh, der ist sogar Franzose. Oder Brozovic. Ich glaube, wir gehen mit Claude Maurice, glaube ich sogar. Bisschen Minuschemie, aber dafür 5 Ratingpunkte mehr. Vielleicht jetzt mal eine Icon. Eine Icon wäre so wichtig. Wir kriegen 98er. What? 98er Ginola? Oh, wie geil. Okay, das ist heftig. Das ist sehr, sehr geil. Okay, Ginola carried sehr viel. 94er Maris. Zack. Nehmen wir natürlich mit. Die Chemie muss noch ausgebessert werden. Die Chemie muss noch definitiv ausgebessert werden. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Wenn wir jetzt wirklich ein bisschen Glück haben, 95er Rashford. Zack. Wird mitgenommen. Geil. Ist gut, aber wir brauchen jetzt auch für die Position ein bisschen was. Und das ist halt wieder ein dickes FM-Bolo. Also ich glaube nicht, dass es hier noch was wird, aber es ist trotzdem dann auch im Endeffekt ein cooles Draft geworden. Ja, Leute, ich denke, wir würden noch auf eine 192er oder so kommen, aber eine 194er wird es nicht. Aber coole Karten dabei. 98er Ginola, 94er Kalulu noch am Ende gezogen, 93er Mbappé. 95er Rashford, paar coole Karten waren dabei, aber auf jeden Fall kein würdiges 194er Draft. Nächster Versuch. Ich hoffe, wir haben diesmal eine Flügelformation dabei. Ich denke, Flügelformationen sind sehr wichtig. 4-3-3 offensiv. Ohne Reden mitgenommen. ZOM kann eine gute Icon kommen. Flügel, Messi, Totti, Shapeshifter, Ronaldo, sowas. Gehen wir direkt rein. Erster Spieler wird gut. 96er Messi nehmen wir mit. Wichtig. Links Flügel, linker Flügel, 84er Jota, Fati. Wir gehen mit Fati. Wir machen mal den Mittelfeldtrick. Wir gehen zuerst ins Mittelfeld und da kommt dann immer eine gute Karte. Guendouzi passt zu Messi, ist gut. 91er Tots nehmen wir mit. Linke Seite das gleiche. Kevin De Bruyne, Team of the Season. Sehr gut. ZOM und jetzt eine Icon, das wäre so geil. Das ist bisher ein sehr, sehr wichtiger Start. Hier mit der französischen Liga. Jetzt ein Tots Mbappé. Und es wäre so perfekt. Wir gehen hier, denke ich, mit Lacazette oder Messi. Mit wem gehen wir? Ich glaube, wir gehen mit Dybala. Wir gehen mit Dybala. Habe ich eben Messi gesagt? Wir müssen hier mit Dybala gehen. Der hat noch den Messi-Link. Und bisher sieht es sehr, sehr gut aus. Linksverteidigerposition. Okay, gehen wir mit
Robertson, weil Cancelo können wir, oder wir gehen mit Cancelo, wir gehen hier vielleicht mit dem Safe-Link Cancelo, schauen mal, was hier daraus wird. Cancelo, Linksverteidigung, Rechtsverteidigung müssen wir dann mit Mbabu gehen. Wir gehen mit Mbabu, ist highest rated, andere hätten nicht gepasst. Wir müssen tatsächlich hier mit Van Dijk gehen, ich möchte es nicht riskieren, da irgendwie einen 80er wieder reinzustellen. Hier mit Gico, also unsere Def ist auf jeden Fall noch ausbaubar, ist aber noch nicht ganz so schlimm. Jetzt vielleicht ein guter Keeper. 92er, mein Jan. Passt der vielleicht sogar rein? Ich glaube, der könnte reinpassen. Die anderen passen auch nicht so stark, deswegen mein Jan. Tots, erster Auswechselspieler. Boah, was? Der hat eine Tots-Karte? Kim Min-jae, was eine kranke Tots-Karte? Wusste ich gar nicht. Heftig. Okay, ich denke mal, für die Chemie gehen wir hier auf Ben Yedder. Wir schauen mal, wir bauen ihn erstmal ein. Bisher ist das Draft sehr cool. 91er, Di Maria. Und Ginola. Ginola passt nicht, Di Maria passt nicht. Wir gehen mit Ginola. Am besten wäre, glaube ich, hier wirklich mit Ginola zu gehen. Haben es gemacht und wählen den nächsten Spieler aus. Der könnte wieder gut werden. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufs Rating achten. Oh, oh, oh. Der war nicht so gut und ich glaube, der wird auch nicht gut. Schade. Egal, wir haben die Schlechten jetzt vielleicht auf der Reserve und können jetzt hier die Krassen absahen. Der erste wird wieder gut. 96er Sané, das ist ein ganz wichtiger Pull fürs Rating. Ganz wichtiger Pull fürs Rating. Und hier müssen wir Terrier nehmen. Hier müssen wir Terrier nehmen. Bisher ist es eigentlich gut. Wir brauchen jetzt aber nochmal ein paar Kracher. Wir kriegen nicht mal einen Tots. Oh Gott, was ist das denn hier? Gott, das ist ja ganz schlecht jetzt wieder. Ich glaube, wir werden nicht auf die 94 kommen. Das wird leider ein ganz trauriger 192er Versuch. Das passt hier auch eigentlich nicht. Schade, auf eine 191er würden wir wahrscheinlich kommen. Es sah kurz danach aus, als würden wir wenigstens hier eine 193 packen oder so. Ist es leider auch nicht geworden. Ein Versuch haben wir noch, sonst müssen wir discarden. Wir gehen wieder mit der 4-3-3 offensiv. Eigentlich wollte ich die 4-5-1 offensiv mal versuchen und wir kriegen 99er Pelé. Prime Moments Pelé. Perfekter Start. Sturm. Mbappé Tots. Oder 92er Livaja, immerhin. Boah, das Draft könnte jetzt krass werden. Wir müssen jetzt auf die nächsten Puls hoffen, aber es sieht wieder schlecht aus nach den ersten Puls. Und das ist ein Verratti, das ist ganz miserabel gerade, ganz miserabel hier. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Oh, okay, 94er Cancelo, wir sind back im Game. Wir sind back im Game, erster IV. Okay, okay. Wissen wir vielleicht rechts auf Serie A gehen. Walker. Oh, das ist ein big, big Pull gerade gewesen. Jetzt brauchen wir hier ein Serie A Cuadrado Tots. Okay, wir müssen mit Dani Alves hier gehen. Wir müssen mit Dani Alves gehen. Plus 7. Boah. Und gehen auf die Auswechselbank. Wir haben den Keeper gerade vergessen. Fällt mir mal ein. Vielleicht ein Ederson, Alisson, Tots vielleicht. Oh, wir haben coole Spieler. Wir haben aber... Oh, Mbappé. Sehr wichtig. Okay, sehr wichtig. Wir haben coole Spieler. Unsere Chemie ist auch ganz cool bisher. Aber wir brauchen noch einiges hier. Wir brauchen hier noch einiges. El Shaarawy 95, 93er Neuer. Wir gehen mit El Shaarawy. Packen ihn hier hin. Okay, bam. Da sind die schon mal auf Fullcam. Wir brauchen dringend einen Rechtsverteidiger oder so. Eine Icon oder einen Rechtsverteidiger aus der Serie A. 93er Bewertung, 87er Chemie. Wir können es schaffen. Die Puls werden jetzt wichtig. 93er Sonosa müssen wir jetzt erstmal mitnehmen. Müssen wir mitnehmen fürs Rating. Nächste gute Karte. 94er Lunge. Kann man nicht einbauen. Müssen wir aber mitnehmen. Okay. Es kommt tatsächlich gleich auf die Rechtsverteidigerposition. Dann Kamavinga. Kann man nicht einbauen. Wir müssen mit Dumfries gehen. 11 Chemie plus und wir haben unsere Chemie, aber nicht unser Rating. Also damit wir unser Rating bekommen, müssen wir jetzt wirklich zwei Kracher ziehen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird und wir werden so gebrochen vom Spiel. Wir wurden gebrochen vom Spiel. Oh mein Gott, wir kommen nicht mal wahrscheinlich auf eine 93. Ich kann halt hier leider auch nichts mehr verbessern. Ich glaube, das ist hier der Vollbruch. Wir gehen mit einer 192 raus. Ist immerhin nochmal ein cooles Abschlussdraft geworden. Aber Discard müssen wir trotzdem. Und ich bin echt gespannt. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Discard. Ich glaube, da wird was Dickes kommen. 86 plus Pick. Ich bin so gespannt. Ich glaube, wir machen mal einen R3-Pick. Den ersten, den wir discarden müssen, ist direkt ein 93er Shapeshifter Pereira. Wir gehen direkt zu Nummer 2. 94er Bernardo Silva. Es wird immer schlimmer. 89er Sinisterra.
und ein 92er Qualiarella. Okay, es sind vier Special-Karten. 489 plus Special-Karten in einem scheiß 86 plus Pick. Okay, das war ein guter Pick. Ein krasser 86 plus Pick, muss man sagen. Also jetzt nicht krass, krass, aber es war schon ein guter Pick. Vier Special-Karten geht auch schlechter. Diskarten wir natürlich. Bernardo Silva geht weg. Wieder nicht geschafft. Ich bin überzeugt, wir schaffen die Challenge irgendwann auf jeden Fall. Wenn ihr mehr von solchen Challenges sehen wollt, wenn ihr allgemein mehr Draft sehen wollt oder einfach andere Ideen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst hier ein Like da, abonniert den Kanal Road to 40k. Lasst hier ein Abo da, ganz wichtig, Leute. Und ich würde sagen, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Peace out und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.